Ich bin jetzt hier am Stand der Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Medien. Und wen habe ich hier eigentlich? Mein Name ist Petra Meier, ich bin die stellvertretende Vorsitzende. Was macht denn die Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Medien überhaupt und was macht sie hier auf der Gamescom? Also überhaupt ist die Bundesprüfstelle im Bereich Spiele zuständig für solche Spiele, die kein Alterskennzeichen bekommen haben, also zum Beispiel Uncut-Versionen, die noch zusätzlich Gewalt aufweisen und deswegen möglicherweise für Kinder und Jugendliche gefährliche Inhalte haben und dann möglicherweise auch indiziert werden, auf eine Liste kommen, das heißt dann für Kinder und Jugendliche verboten sind. Okay. Aber dann sind Sie ja eigentlich nicht so gamerfreundlich, wenn Sie dafür verantwortlich sind, dass wir einige Spiele ja gar nicht zocken können. Es geht um Jugendschutz, es ist richtig. Auch Altersfreigaben sorgen ja dafür, dass sagen wir mal, 15-Jährige nicht die 16er-Spiele spielen dürfen oder verkauft bekommen dürfen. Und genauso sind die Indizierungen dafür da, dass nur Erwachsene solche indizierten Spiele spielen können, weil man eben sagt, bestimmte Inhalte können bei bestimmten Kindern und Jugendlichen zu negativen Entwicklungen führen. Aber warum reicht denn da dieses 18-Schildchen nicht auf? Das sind doch alle ab 18 plus sind doch Erwachsene. Das 18er-Kennzeichen, das kann auch nur in bestimmten Fällen erteilt werden einem Spiel, nämlich nur dann, wenn der Inhalt nicht jugendgefährdend ist, also nicht Indizierungskriterien erfüllt. Das heißt, es ist ein Unterschied, also ob ein Spiel ein Kennzeichen bekommen kann, auch das höchste 18, oder ob es kein Kennzeichen bekommen hat und dann auch so auf den Markt kommt, dann darf es auch nur an über 18-Jährige verkauft werden, aber es kann dann eben auch noch der Bundesprüfstelle vorgelegt werden. Und nochmal zurückzukommen auf Ihre andere Frage, was die Bundesprüfstelle hier auf der Messe macht. Gut, dass Sie an die Fragen denken. Die Bundesprüfstelle möchte natürlich über ihre Arbeit informieren. Zum Beispiel meinen viele, dass so eine Indizierung ein absolutes Verbot ist. Das ist es eben nicht, sondern nur unter 18-Jährige dürfen dann solche Spiele nicht mehr spielen. Und viele wissen auch nicht, wie so Verfahren bei uns ablaufen oder auch wie überhaupt Verfahren zustande kommen. Also die Bundesprüfstelle sucht zum Beispiel nicht selbst nach Prüfobjekten, sondern die werden ja eingereicht, so etwas. Und das möchten wir hier gerne vermitteln und auch gerne die Gespräche führen mit den Besuchern hier, auch über, also warum etwas indiziert ist oder warum nicht. Also das ist eine sehr spannende Diskussion. Ist Ihre Arbeit eigentlich in Anbetracht Zeiten des Internets, wo man dann auch die Uncut-Versionen aus dem Ausland quasi runterladen kann, also Ausland im Internet ist so eine Sache, ist die Arbeit dann eigentlich von Ihnen nicht für die Katz? Ist es nicht. Also auch im Internet gilt nicht, dass es ein rechtsfreier Raum ist. Man macht sich auch strafbar, wenn man auch im Internet als Anbieter Spiele an Kinder und Jugendliche abgibt oder weiterverbreitet, die sie nicht bekommen dürfen. Deswegen ist das, hat das alles seinen Sinn. Und ich vergleiche es immer gerne mit zum Beispiel dem Diebstahlparagraf. Es gibt den Diebstahlparagraf und es gibt trotzdem auch den Diebstahl von Fahrrädern. Und trotzdem wird dann eben auch der Diebstahlparagraf nicht weggenommen, sondern das bedeutet eben, dass die Gesellschaft sich Regeln aufgestellt hat, die sie befolgen möchte. Und sind bei Ihnen dann auch Gamer oder sitzen da irgendwelche alten Männer, die dann die Spiele irgendwie bewerten und davon eigentlich gar keine Ahnung haben und vermutlich alleine gar nicht ins Internet kommen und wenn sie drin sind, nicht mehr raus? Also die als Prüfer bei uns benannt sind, die werden dafür benannt, gerade deswegen, weil sie viel mit Jugendlichen zu tun haben und sich damit gut auskennen. Allerdings für Spiele muss man sagen, das sind so komplexe Spiele, die hier eingereicht werden bei der Bundesprüfstelle. Dafür haben wir einen Spieletester, der das komplett durchspielen muss, das Spiel, und dann dem Gremium in der Sitzung sowohl die, sag ich mal, die gewalttätigsten Szenen zeigen muss, als auch so Szenen, die vielleicht wieder andere, eine andere Richtung vorgeben. Also, dass vielleicht die Handlung sehr vielfältig ist oder dass Geschicklichkeitseinlagen sind oder so weiter. Ansonsten, die Bundesprüfstelle ist auch für andere Medien zuständig. Also Filme werden in der Sitzung halt komplett durchgeguckt, CDs werden angehört, Bücher werden gelesen. Genau, das sind, glaube ich, und Internet, wenn Internet beantragt wird, dann wird es halt online gesichtet. Aber bei Spielen ist es eben besonders, das sind hauptsächlich eben Spiele, wenn man gut spielt, sitzt man da 12, 15 und noch mehr Stunden dran und deswegen haben wir dafür einen Spieletester. Stell mir das lustig vor, wenn Sie da gemeinsam Bushido-CDs anhören müssen. Das ist vermutlich nicht Ihr Musikgeschmack. Kommt vor. Also um Geschmack geht es auch überhaupt nicht. Also die Bundesprüfstelle hat auch bei jeder Entscheidung die Belange der Kunst mitzugewichten, ob etwas vielleicht eben aus künstlerischen Motiven nicht indiziert werden darf. Entschuldigung. Ja, trockene Luft hier. Das schneiden wir raus.
So, wo waren wir? So, ich war bei einem Hustenanfall. Ja, das ist, haben Sie gut kombiniert. Wo waren wir gerade genau? Bushido-CDs werden angehört und sie sichten dann alles Material. Und es muss immer mit bedacht werden, gibt es künstlerische Belange, die vielleicht dagegen sprechen, dass etwas initiiert wird, auch wenn vielleicht die Sprache sehr derbe ist oder wenn, Entschuldigung, wenn die Gewaltdarstellung sehr drastisch ist. Also es kann eben auch sein, dass ein Spiel nicht initiiert wird, was sehr gewalttätig ist, wenn insgesamt der Gesamteindruck so ist, dass die Gewalt eben nicht als, als das prägende Element sozusagen verbleibt. Aber vergleichen Sie da dann teilweise nicht unfair gegenüber Filmen? Zum Beispiel ist es ja so, dass in Computerspielen man nie ein Hakenkreuz sieht, beispielsweise. Aber Filme mit über die Nazi-Zeit mit Hakenkreuze werden dann noch von der Filmförderung mit Millionen gesponsert. Ist das nicht unverschämt irgendwo? Also das ist eine Frage, die müssten Sie, oder das ist jetzt nicht etwas, was die Bundesprüfstelle beantworten kann, warum es diesen Unterschied gibt. Das kann ich Ihnen nicht sagen. Es ist so, dass die Bundesprüfstelle auch Filme indiziert, wenn ihr Inhalt als Verherrlichung von Nationalsozialismus einzustufen ist. Und das kann eben sein, wenn Nationalsozialisten als die Guten dargestellt werden in einem Film oder Spiel. Aber grundsätzlich ist die Bundesprüfstelle auch nur zuständig für Spiele und auch Filme, die kein Alterskennzeichen haben. Also alles, was ein Alterskennzeichen bekommen hat, ist schon geprüft, nicht jugendgefährdend. Okay, dann bedanke ich mich fürs Gespräch. Ja, alles schön.